Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute schauen wir uns mal die aktuelle Situation in Kuba an. Soll heißen, wir haben den nächsten Monat, wir haben April und wie ihr wisst, jeden Monat schauen wir uns die Situation mal an hinsichtlich ja, Corona vor Ort, hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage, hinsichtlich den Einreisebestimmungen. Ja, und dazu gleich mehr nach dem Intro. Fangen wir mit den aktuellen Einreisebestimmungen an. Diese sind tatsächlich noch unverändert. Wenn ihr also in das vorherige Video schaut, aktuelle Situation in Kuba im März 2021, dort habe ich die Einreisebestimmungen nochmal komplett erläutert. Von daher würde ich hier an der Stelle von absehen. Nur grob, man braucht weiterhin einen PCR-Test vor dem Abflug. Ein PCR-Test wird am Flughafen dann in Kuba noch zusätzlich gemacht. Und je nachdem, ob man dann Individualreisender ist oder Pauschalreisender, da ja, wird es dann halt entsprechend ein bisschen tricky. Manch einer, also der Pauschalreisende, der ja, kann direkt in seine Unterkunft, in sein Hotel. Dort bleibt halt einen Tag in Quarantäne im Regelfall, beziehungsweise bis das Ergebnis vorliegt. Und danach kann er sich frei bewegen, beziehungsweise dann halt aber auch immer wieder zurückkehren ins Hotel. Und der Individualreisende, da wird es ein bisschen umfangreicher, da muss derjenige dann halt entsprechend ja, 5 Tage erstmal mindestens in Quarantäne und dort erfolgt dann ein zweiter PCR-Test im Hotel sozusagen, oder ein dritter besser gesagt. Und erst wenn das dann wiederum negativ ist, dieser Test, dann darf der Individualreisende sich frei bewegen. Soll heißen, der Individualreisende muss auf jeden Fall eine Woche Zeit mitbringen, nur für die Quarantäne. So viel dazu. Ansonsten die Situation rund um Kuba, rund um Corona ist tatsächlich etwas ja, schwieriger, spitzt sich gerade wieder ein bisschen mehr zu. Auch in ja, Verbindung, oder, beziehungsweise wenn man Europa betrachtet und speziell auch Deutschland, wie es dann halt hieß, um Ostern herum möglichst wenig Flüge und viele Flugunternehmen haben auch entsprechend ja, die Flüge runtergeschraubt. So unter anderem auch Condor. Condor hat halt Flüge in den April ja, gestrichen. Das heißt, die nächsten Flüge mit Condor finden tatsächlich erst voraussichtlich ab Mitte Mai statt. Das kann auch ganz andere Gründe haben. Ich selber denke tatsächlich, Condor hatte ja ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, das war halt die Möglichkeit, aus Deutschland nach Eugin zu fliegen, also in den Osten der Insel. Oh, ne? Und diese Möglichkeit ist ja zurzeit einfach nicht gegeben. So, das heißt, ja, Condor fliegt auch normal nur nach Havanna und Varadero, aber zu natürlich Preisen, die nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ne, also andere Flugunternehmen fliegen halt weitaus günstiger und so hat man halt letztendlich auch ja keinen Grund mehr großartig mit Condor zu fliegen. Der einzige Grund in Anführungsstrichen war halt tatsächlich, dass man direkt nach Eugin fliegen konnte und so hat man vielleicht auch mal ja gewillt 1, 2, 3 Euro mehr bezahlt. Das ist aktuell nicht mehr der Fall. Also von daher, ich kenne da jetzt die Zahlen tatsächlich nicht konkret, inwieweit auch die Fluggäste bei Condor ja auch einen Einbruch erlebt haben, kann ich mir durchaus vorstellen, da einfach die Konkurrenz entsprechend gegeben ist und Flüge bei anderen Flugunternehmen nach Havanna oder Varadero weitaus günstiger sind. Ja, wie schon gesagt, allgemein die Situation in Kuba rund um Corona ist etwas schwieriger zurzeit. Der Inzidenzwert ist tatsächlich angestiegen. Jetzt muss ich selbst noch mal kurz nachschauen. Der liegt bei 63,4. Ist selbst für deutsche Verhältnisse nicht unbedingt hoch, aber für eine Insel wie Kuba mit seinen ja, knapp 11 Millionen Einwohnern, bei dem halt täglich knapp 1000 neu infizierte Personen hinzukommen, ist das schon relativ viel, relativ hoch. Ja, von daher speziell auch um
April herum, also Ende März, Anfang April, ist die Zahl oder sind die Inzidenzwerte hochgeschossen. Woran das jetzt wiederum liegt, kann man auch nur vermuten. Ich denke auch eher so an Urlaubsbesuche beziehungsweise ja, durch Reisen nach Kuba letztendlich, ne? Und auf irgendeine Art und Weise scheinen ja denn doch die Maßnahmen nicht ganz zu fruchten, trotzdem halt die Einreisebestimmungen so hart sind. Die Frage ist dann tatsächlich für mich wiederum, wie genau werden diese Einreisebestimmungen auch durchgezogen. Hier und da hat man doch mal gehört, dass der ein oder andere dann doch ein bisschen freier unterwegs war, als die offiziellen Maßnahmen erlauben. Von daher ist das wirklich für mich die Frage, woran liegt es, dass halt da entsprechend die Zahlen Ende März, Anfang April hochgeschossen sind. Aber naja, also letztendlich ist da zumindest keine Verbesserung groß zu sehen. Eher eine Verschlechterung. Wenn man sich speziell auch Havanna anschaut, dort sollen die Maßnahmen jetzt auch demnächst noch weiter hochgefahren werden. Werde dann entsprechend von berichten, wenn es passiert. Aber auch zum jetzigen Zeitpunkt ist in Havanna kaum was zu machen. Na, in Kuba selbst kursieren aktuell fünf Typen von Corona, also der ursprüngliche Virus, dann der britische, brasilianische, afrikanische und relativ neu der kalifornische, ne, also aus den Vereinigten Staaten. Ne, da ist ja auch nochmal eine Mutation, also sogar zwei, einmal in New York und einmal in Kalifornien. Und ja, die Mutation aus Kalifornien ist aktuell auch in Kuba angekommen. Ja, ansonsten, ja, der einzige Weg da raus, meiner Wahrnehmung, ist dann tatsächlich doch die Impfung weiter voranzuschreiten. Ich hatte ja mal erwähnt, dass die Impfungen für März geplant waren. Ja, wir haben jetzt schon April und konnte man soweit erstmal nicht einhalten. Aktuell ist es so, dass Soberana 2 und Abdala, also diese beiden Impfstoffe, in der letzten Erprobungsphase sind. Und man plant dann tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt ab Juli die Bevölkerung auch flächendeckend ja, zu impfen. Und auch weiterhin ist hier der Plan eine vollständige Immunisierung der Bevölkerung bis Ende des Jahres. Von daher, das startet quasi im Juli. Ich werde davon berichten. Ja, das erstmal dazu zur aktuellen Situation rund um Corona. Wie gesagt, das ist wirklich eine Sache, die zum jetzigen Zeitpunkt eher schwieriger aussieht als besser. Speziell, wenn man sich so die letzten Wochen und Monaten anschaut. Von daher muss man da tatsächlich mal schauen, wie man da wieder ja, grüne Zahlen schreibt, ne, sozusagen. Also wie man da dann wieder einfach mal eine Verbesserung sieht. Ja, Patria e Vida, nächstes Thema. Wir hatten ja auch hiervon berichtet, von dem Lied Patria e Vida, was entsprechend ja, gegen die Regierung Kubas entsprechend ja, singt und auch entsprechend offene Kritik äußert. Daraufhin wurden ja dann wiederum ja, andere zwei Lieder bisher, glaube ich, von Kubas Regierung selbst entsprechend in Auftrag gegeben und diese kamen natürlich nicht so gut an. Zum Pater der Evida, also das ist mittlerweile schon so ein bisschen, ja, also für mich hat es so ein bisschen anscheinend wie eine Vorbereitung einer weiteren Revolution. Ne, also die Menschen gehen auf die Straße, singen das Lied. Es geht sogar so weit, dass halt der Sänger, also einer der Sänger halt entsprechend auf die Straßen geht und anfängt zu singen und die Menschen halt mitmachen. Polizei kommt und ja, dieser Sänger, also Mike Osora, schon mehrfach verhaftet wurde. Und das nicht nur dort passiert, sondern halt auch tatsächlich landesweit. Na, also wir reden jetzt hier nicht nur von irgendeiner Straße, wo er mal eben in Havanna singt. Nein, die Menschen gehen in ganz Kuba auf die Straßen. Man findet halt diesen Spruch ja an Häuserwänden gemalt oder über
irgendwelche anderen Propagandaplakate gemalt. Also die Menschen gehen, wie gesagt, auf die Straße und ich bin da so ein bisschen, ja, abwartend beziehungsweise gespannt, besser gesagt, was da tatsächlich passieren wird. Wenn das in der Form so weitergeht, kann ich mir da durchaus eine Form, ja, der Revolution vorstellen. Na, also da sind wir tatsächlich in meinen Augen nicht weit von entfernt. Na, wir warten ab, wir gucken mal, was da passiert. Das dazu. Ansonsten, ja, die wirtschaftliche Lage in Kuba hat sich in dem Sinne auch nicht weiter verbessert, auch hier eher verschlechtert. Man bekommt nichts mehr auf den Straßen. Mittlerweile kauft man sogar ja, normale Eier im MLC-Geschäft, also in den Dollargeschäften und nicht mehr in den normalen Geschäften, beziehungsweise hat es da natürlich schwer, welche zu finden, besser gesagt. Hier und da gibt es natürlich immer noch welche. Aber ja, von daher, also normale Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, sind so immens teuer geworden, dass man diese halt sich weiterhin nicht leisten kann, beziehungsweise auch Hygieneartikel oder sonstige sind so in die Höhe geschnallt von den Preisen her, dass sich das eigentlich kaum einer leisten kann. Also wir reden hier von Preisen von 20, 30 Dollar umgerechnet für ein Deodorant, ne, oder für eine, weiß ich nicht, Zahnpasta oder ähnliches. Ne? Also das sind halt Preise, die würde sich hier niemand leisten können und wollen. Ne? Aber in Kuba halt noch viel, viel weniger. Ne? Also da ist halt natürlich das Einkommen weitaus geringer. Auch wenn es jetzt zum Anfang des Jahres angepasst wurde, auch die Preise wurden angepasst. Na, und das eher zum Negativen. Von daher gucken wir auch da mal, wie das weitergeht. Aber die wirtschaftliche Lage sieht nicht gut aus. Ja, das Geld fehlt überall. Geld aus dem Ausland ist nur schwer nach Kuba zu bringen über Geldtransfer. Also gerade die USA hat da weiterhin Schwierigkeiten. Und ja, Tourismus ist halt zum jetzigen Zeitpunkt auch ein bisschen schwierig. Existiert zwar, aber auch eher nur bedingt. Na, von daher fehlt es natürlich an allen Ecken. Ja, also wir hoffen hier auch auf Besserung und ja, schauen mal, wie es dann in den nächsten Monaten weitergeht. Ich hoffe, dass die Flughäfen jetzt nicht wieder schließen werden, wie es Kuba letztes Jahr gemacht hat. Na, da waren ja die Flughäfen ein halbes Jahr geschlossen, denn das würde tatsächlich einen weiteren Einbruch geben hinsichtlich den Geldeinnahmen. Hab letztes Jahr auch nicht wirklich dran gedacht, dass sie das machen würden, weil halt der Tourismus eine wirklich sehr wichtige Quelle ist für Einkommen. Na, aber dann haben sich doch entsprechend dafür entschlossen, zur Sicherung sozusagen der Bevölkerung. Und erst als dann wiederum im Oktober, November die Flughäfen aufgemacht wurden, sind die Zahlen wieder gestiegen hinsichtlich Corona und ja, seitdem auch nie wieder abgeflacht. Ne? Und es geht halt stetig hoch. Von daher ist für mich dann die Frage, naja, wäre dann wiederum der Rückzug hinsichtlich Schließung der Flughäfen. Wie gesagt, ich hoffe nicht, denn es bleibt irgendwo doch eine wichtige Einnahmequelle. Und wenn man es halt mit der Impfung irgendwo, ja, stabilisieren kann und mit der Durchsetzung der Maßnahmen, die halt bestehen, dann sollte diese Einnahmequelle auf jeden Fall zumindest in gewissem Maße vorhanden sein. Okay, das sozusagen soll es sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, beziehungsweise ihr seid entsprechend für den Moment informiert, wie die Situation in Kuba aussieht. Ich hoffe auf einen Daumen nach oben eurerseits und ja, wenn der Kanal noch nicht abonniert wurde, würde auch mich das freuen oder würde auch das mich freuen, besser gesagt. Na, denn ja, so wächst der Kanal und das freut mich wiederum und so erreichen wir mehr Leute, die auch an Kuba interessiert sind, weil der Kanal dann eventuell auch entsprechend vorgeschlagen wird. Okay, dann Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Saludos, ciao.